In diesem Video möchte ich dir das Gauß-Verfahren für lineare Gleichungssysteme zeigen. Damit kannst du auch Gleichungssysteme mit mehr als nur zwei Variablen lösen. Und zwar können es beliebig viele Variablen sein. Wir schauen uns das Ganze hier am Beispiel von einem linearen Gleichungssystem mit drei Variablen und drei Gleichungen an. Das Gauß-Verfahren ist zunächst mal eine Erweiterung des Additionsverfahrens. Wenn du das noch nicht kennst, dann habe ich dir oben ein Video verlinkt, in dem ich das an einem Gleichungssystem mit zwei Variablen erkläre. Das solltest du dir vielleicht zuerst mal anschauen, falls du das noch nicht kennst. Wie benutzen wir das jetzt also hier für das Gauss-Verfahren? Beim Gauss-Verfahren versucht man immer mit einer Gleichung aus allen anderen Gleichungen eine bestimmte Variable zu entfernen. Zum Beispiel könnten wir hier mit Hilfe der ersten Gleichung aus der zweiten und dritten Gleichung die erste Variable, also x1, entfernen. Wie machen wir das? Naja, indem wir ein geeignetes Vielfaches der ersten Gleichung zu der zweiten Gleichung dazu addieren bzw. abziehen. In dem Fall wäre das, wenn wir von der zweiten Gleichung zweimal die erste Gleichung abziehen. Oder bei der dritten Gleichung, wenn wir von der dritten Gleichung eben dreimal die erste Gleichung abziehen. Dadurch erhalten wir neue Gleichungen, wobei wir uns die erste Gleichung nochmal abschreiben, die behalten wir im Hinterkopf, und die neuen Gleichungen 2' und 3' uns dazu aufschreiben. 2' würde folgendermaßen aussehen. x2 minus 6x3 ist gleich minus 28. Wie kommt man darauf? Naja, man rechnet bei jeder Variable einzeln aus, was denn die zweite Gleichung minus 2 mal der ersten Gleichung ist. Also 2x1 minus 2 mal x1 wäre genau 0x1. Deshalb kommt hier kein x1 mehr vor und das war ja auch unser Ziel. Wir haben die Variable aus der zweiten Gleichung rausbekommen. Dann 5x2 aus der zweiten Gleichung minus 2 mal die 2x2 aus der ersten Gleichung sind halt 1x2. 5 minus 4 gibt 1. Also 1x2, und bei x3 sehen wir, minus 4x3 minus 2 mal x3 aus der ersten Gleichung gibt minus 6x3. Und auf der anderen Seite, minus 8 minus 2 mal die 10 aus der ersten Gleichung gibt minus 28. Die 3-Gleichung sähe jetzt folgendermaßen aus. Minus 3x2 minus 2x3 gleich minus 16. Auch hier kurz überprüfen. 3x1 aus der dritten Gleichung minus 3 mal die x1 aus der ersten Gleichung geben tatsächlich 0x1. Das war unser Ziel, die erste Variable aus den anderen Gleichungen rausbekommen. Und bei der zweiten Variable 3x2 minus 3 mal 2x2 aus der ersten Gleichung sind 3 minus 6, gibt also minus 3x2. Und 1x3 aus der dritten Gleichung minus 3 mal 1x3 aus der ersten Gleichung gibt minus 2x3. Und auf der anderen Seite noch 14 minus 3 mal 10, also 14 minus 30, sind genau minus 16. Damit haben wir es jetzt geschafft, eine Variable aus der zweiten und dritten Gleichung rauszubekommen. Diese neuen drei Gleichungen schauen wir uns jetzt mal zusammen an, wobei wir uns aber nur auf die zweite und dritte konzentrieren. Das heißt, die erste blenden wir einmal aus und schauen uns nur 2' und 3' an, und dann sehen wir, das ist ja ein lineares Gleichungssystem, das aber nur noch zwei Variablen hat. Das heißt, wir konnten jetzt durch das Eliminieren der ersten Variable das Problem vereinfachen. Wir haben nur noch zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Die erste behalten wir im Hinterkopf, die wird nachher erst wieder wichtig. So, jetzt lösen wir dieses Gleichungssystem, 2'/3'. Zum Beispiel, indem wir zu 3' noch 3 mal 2' addieren. Dadurch kriegen wir dann nämlich die zweite Variable aus der dritten Gleichung raus. Heißt, wir schreiben uns wieder die ersten beiden Gleichungen ab, die wir nicht verändert haben. Und die dritte Gleichung, wie sie dann aussieht, wenn wir da 3 mal 2' dazu addiert haben. Wir haben extra mit 3 mal 2' dazu addiert, damit die minus 3x2 wegfallen. Generell kannst du dir merken, das Gauss-Verfahren ist immer dann am geschicktesten, wenn du eine Variable hast, wo eine 1 davor steht. So wie bei 2' vor dem x2 bzw. bei 1 vor dem x1. Da standen ja jeweils 1er. Das ist extrem nützlich, wenn man dann ganz einfach sehen kann, mit was man multiplizieren muss, um aus der anderen Gleichung die Variable rauszubekommen. Also x2 haben wir jetzt dadurch rausbekommen, bleibt noch x3. Naja, minus 2x3 plus 3 mal minus 6x3 sind 3 mal 6 sind 18, also minus 2 minus 18 gibt eben die minus 20x3, und dann noch minus 16 plus 3 mal minus 28, da braucht man wahrscheinlich einen Taschenrechner. 3 mal 28 sind 84, also minus 16 minus 84 gibt genau die minus 100.
So, und jetzt schauen wir uns die drei Gleichungen mal an, die wir jetzt bekommen haben. In jeder ist ja quasi eine Variable weniger drin. Und wenn man das erreicht hat, dann kann man die Lösung von dem LGS ganz einfach bestimmen, weil in der letzten Gleichung ist ja nur noch eine Variable. Das heißt, da muss man nur noch teilen, in dem Fall durch minus 20, und kriegt dann raus, naja, x3 muss 5 sein. So, sobald wir jetzt aber eine Variable wissen, können wir dieses Wissen in den anderen Gleichungen einsetzen. Zum Beispiel in 2'. Wenn wir da x3 gleich 5 einsetzen, dann steht da x2 minus 6 mal 5 sind minus 28. Das heißt, x2 minus 30 sind minus 28. Wenn wir jetzt plus 30 rechnen, dann steht da x2 ist 2. Also haben wir jetzt durch Einsetzen von unserem Wissen x3 ist 5 in der zweiten Gleichung, wo ja nur noch x2 und x3 waren, x2 herausbekommen können. So, und wenn wir jetzt unser Wissen, dass x2 gleich 2 und x3 gleich 5 ist, beides in die erste Gleichung einsetzen, dann kriegen wir raus, x1 plus 2 mal 2 plus 5 ist 10. 2 mal 2 plus 5 können wir zu 9 zusammenrechnen, minus 9 rechnen und schon steht da, x1 ist 1. Insgesamt haben wir das LGS also lösen können. Wir haben rausbekommen, x1 ist 1, x2 ist 2 und x3 ist 5. Ganz einfach, indem wir schrittweise aus den Gleichungen jeweils eine Variable eliminiert haben. Deshalb nennt man das Gauss-Verfahren auch manchmal Eliminationsverfahren. Und dieses Verfahren funktioniert immer, egal wie viele Variablen es sind. Wenn dir dieses Video jetzt geholfen hat, dann gib ihm doch ein Like, damit auch andere dieses Video auf YouTube leichter finden können.